Moin, sind Sie herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von Brickforce. Mal alleine, ihr seht, ich chat gerade noch ein bisschen mit PS10, der will sich die goldenen Waffen holen, ganz kurz, Moment. Ich bin noch ein bisschen angeschlagen, deswegen kam auch in letzter Zeit kein Video von mir, sondern nur vom lieben Dunkel. Ja, ihr habt schon gesehen, der ist jetzt das neue Mitglied vom Channel 3LP. Und ja, also auf eine gute Zeit, Dunkel. Schön, dass du eingestiegen bist. Ich hoffe auf gute und viele Videos von dir. Ihr seht, übrigens, ich hatte das Brick Ranger Set an. Ich ziehe zwar, weil ein ganz besonderer Tag, ein ganz besonderer Moment ist. Es ist gerade, lasst mich lügen, 20.30 Uhr. Und wer jetzt mal online nachgeguckt hat, der wird feststellen, dass etwas Besonderes Neues auf der Website ist. Ja, Leute, ihr habt es richtig gelesen. Ich habe es geschafft. Mein Traum, oder quasi einer meiner Träume aus Brickforce, ist wirklich wahr geworden. Ich denke, ihr seht es hier schon am Brick, an dieser Mail. Ich bin tatsächlich der 34. Brickheld geworden. Ich bin mega, mega, mega glücklich. Und da muss ich wieder husten. Und da bin ich auch wieder. Und naja, ich musste kurz reingucken und sehen. Okay, ich habe anscheinend Koreanisch aktiviert. Wusste ich jetzt auch nicht. Man lernt jeden Tag was Neues. Ich zock mit der Adler und Armbrust selten. Einfach mal Just for the Lols. Die ist aber nicht so das Outfit. Das Outfit. Die Waffe. Also ich kann sie nicht mehr so empfehlen. Und da sind wir gestorben. Weil ich leider gefailt habe. Eigentlich hätte ich Wanted mit der Waffe machen müssen. Aber gut, machst du nix. Ja, wie es die meisten sicherlich mitbekommen haben, ich bin etwas inaktiver, aber gut, das hat wie genannten Gründe schon zur Folge. Und ich probiere natürlich A, nicht inaktiv zu werden, und B, das Wichtigste von allen ist für mich ja persönlich, warum ich aber zurzeit wirklich ein kleines bisschen weniger Bock habe, was mich wirklich ein bisschen traurig macht. Der neue Hack ist on, beziehungsweise wurde jetzt released von Valakai, das ist ja nicht mehr so schlimm. Aber was mich halt noch am allermeisten aufregt, ist, dass der Hack jetzt von einem, keine Ahnung von wem, welche Landesgehörigkeit, ich kenne nicht aus seinem Namen und so, aber er wurde gecrackt. Also es gibt jetzt eine Art Crack-Hack, der auf dem Valakai-Hack basiert, hat halt eingeschränkte Funktion vom Valakai-Hack und ist halt komplett gratis. Und seitdem, das ist, habe ich das Gefühl, sind wieder mehr Hacker am Start. Ich meine, klar, es sind schon einige Bans verteilt worden, zum Beispiel Pepsi1234 hat mit einem zweiten Account gehackt. Bann. Nee, nicht gehackt, gebottet. Bann. Boah, Alter! What the fuck? What the fuck? Was ist denn das? Srikachit Shaw. Wer wirft denn hier die ganzen Nades? Ja, Nein! Nein, der hackt nicht. Ja, pff, der doch nicht. Und das ist das Zweite, was ich so mega an diesem Kickvote hasse. Ja? Ihr seht, 5 von 7, wären es 6 von 8, würde er fliegen. Weil die Kickvote ist ja bei 75% fliegt man. Und die Runde geht gelittene 30 Minuten. Ich glaube, wenn der Hacker nicht fliegt, dann werde ich auch gehen. Weil das gebe ich mir nicht. Ich spiele nicht in einem Team, beziehungsweise gegen die Hackern. Und auch diese ganze Sache, ich habe das jetzt neulich wieder erlebt. Ich bin jetzt schon dreimal hintereinander aus Räumen geflogen, wo wirklich zuvor noch ein Hacker drin war. Der Hacker durfte bleiben, aber ich bin geflogen. Bitte was? Community, was läuft bei euch falsch? Ich meine, what the fuck? Ich hacke nicht. Ich meine, klar, es wurden zwar Kickwurz ge... Ah, darf der Spaß bleiben? Ja, okay, er muss gehen. Aber trotzdem, Leute, die Runde dauert mir wirklich noch ein bisschen zu lang. Ich gehe lieber noch woanders hin. Nee, da habe ich auch keine Lust drauf. Ich möchte an dieser Stelle nochmal ganz kurz etwas sagen. Ihr seht es leider schon an dieser Schrift. Wild Shark is closed. Was ist, ob ich zu den Hintergründen reden darf, weiß ich nicht. Ich will mir jetzt nicht mit meinem eigenen Clan irgendwie in den Streit geraten, deswegen werde ich erstmal nichts sagen. Aber was mir auch persönlich noch am Herzen liegt, ist, Leute, White Shark ist mein Clan. Ihr werdet jetzt dann in diesem... Ja, da Fu ist ein Hacker. Kannst du gleich rausgehen. Oh Gott, hier gibt's aber gerade noch minderwertige Maps. Ist auch das, was ich in letzter Zeit zu sehr an Brickforce hasse. Ich muss mich in letzter Zeit wirklich ein bisschen zwingen, anzukommen. Es ist immer noch... Noch habe ich Lust. Noch ist so... Ach Gott.
Ja, BFX, wow. Bitte auch mal melden. Es ist so, noch hab ich Lust. Noch. Nicht mehr viel, aber ich hab noch Lust. Und no, und solange ich diese Lust noch habe, werde ich auch weiter Brickforce spielen bzw. aufnehmen. Weil ich habe das Motto, wenn ich schon, ja, wenn ich schon zocke bzw. Bock drauf habe zu zocken, ja, dann kann ich gefälligst auch aufnehmen. Also, jetzt kommt Brickforce nicht. Ja, nächsten Hacker, ihr seht, in jedem Raum, wo ich hingehe, ist ein Hacker. Es ist nicht so wie früher, wo in jedem Raum die Hälfte aus Hackern bestand. Ich war schon mal in einem Raum, da war ich der einzige Nicht-Hacker und es war ein 8 gegen 8, meine Lieben. Und das ist die Map von gerade eben. Sehr gut. Und ja, jetzt fällt mir echt kein Thema ein, was ich reden kann. Ich habe noch einige Themen für das nächste Let's Play. Das hier möchte ich jetzt einfach noch ein bisschen rumbringen und lass mal gucken, Sonderangebot, ja, alles für Tokens, alles gelitten. Bis auf die beiden Sachen, aber gut. Was ich noch ein bisschen ansprechen müsste, wie gesagt, Brickforce hat ein bisschen Mist gebaut. Die Brick Ranger Sachen kamen im Shop für ungefähr 2 Stunden. Und ich habe es mir natürlich sofort gegönnt. War eine gute Sache. Ist wieder der Hustenmoment. Boah, ich schwöre es euch, Leute, ey. So ein Kack. Oh Gott, ich weiß doch jetzt, worüber ich in den nächsten beiden Let's Plays reden werde. Freut euch drauf. Das eine wird eine Hasstirade gegen meine Deutschlehrerin mal wieder sein. Ihr wisst ja, Mrs. Inkompetent, Mrs. Dummheit, Mrs. Scheiße, alles zusammen. Wenn es einen Lehrer gibt, den ich es wünsche, ein Ebola zu erkranken, dann ist das die. Ich schwör's euch, Leute, das ist... Ne, ne, ohne Worte. Diese Lehrerin bleibt für mich ohne Worte. Weil alles, was ich zu sagen habe, das würde höchstwahrscheinlich von YouTube zensiert werden, wegen, wie soll ich das ausdrücken? As you told me. Hey, Janet! Hi-ho! Ich würde gerne zurückschreiben, Janet. I can just say in this video... Hey, bro! Sorry, I can answer you because I make a video. But, well, you know what, I reply. Und ich glaube, der meint auch, dass, ich hab, wenn das, übrigens, ich möchte noch mal den Brickhelden ansprechen, ja? Das ist nicht so wie die, also, ich habe das, wann habe ich denn das bekommen? Ich hab's am, ich glaube, Mittwochnachmittag zugesendet bekommen, die Mail vom Tinsel. Need to be in it? Okay, want me to be in it, Kurz Moment, da ist wieder der Hustenreiz. Boah, Leute, ich schwöre, wenn ich nicht grad... Wieso denn? Wieso denn? So, Leute, wir können es mal probieren. Vielleicht fliegt er ja. Vielleicht wissen die Leute, wie es geht. Nur noch mal zur Sicherheit. Ganz vielleicht. Ganz, ganz vielleicht. Lol. Das kenne ich nicht. Da ist ja etwas gewesen, das habe ich noch nicht erlebt. Janet, you're the best. Was ich noch sagen wollte, ja, Infernum hat es ja bei mir ein bisschen verkackt mit den Brickhelden, finde ich nicht schlimm, Hauptsache ich bin überhaupt Brickheld geworden. Ich habe es auch schon Tinsel geschrieben, finde ich nicht schlimm, ich finde es eher richtig geil. Ich bin richtig dankbar darüber. Ja, egal wie lang das Video wird, ich nehme es jetzt einfach mal auf, ich kann es über Nacht hochladen. Bei mir war das so, ich habe es letzte Woche Mittwoch bekommen und ihr könnt die allen anderen fragen, ihr kriegt dann einen Fragebogen zugesendet, den ihr halt ausfüllen müsst, da sind auch die ganzen Fragen dabei. Zum Beispiel, was eure Lieblingswaffe und so. Bei mir war es übrigens jetzt der Hexerzauberstab, weil dem einfach im Zombie-Modus schon die geilsten Dienste von allen erwiesen hat. Der wird auch kommen. Der wird jetzt auch im Sonderangebot sein. Und was kann man denn noch sagen? Genau, dann kriegt ihr so ein Formular, was sie bei mir übrigens vergessen haben. Ich muss mir die Fragen von Hand rauskopieren. Dann müsst ihr noch euren Avatar-Screen und nochmal zurücksenden. Und dann hat sich das Ganze noch um eine Woche verzögert. Aber ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich überhaupt Brickheld werden durfte und... oh Gott. Moment. Das war grad richtig creepy. Ich habe gerade Knoblauchbrot gehabt vom Griechen. Richtig, richtig geil. Also, boah, ich kann es nur wieder empfehlen. Es war richtig Premium. So Knoblauchbrot mit so 3 cm dick oben drauf hier Tzatziki draufgehauen. Und
Da muss ich jetzt gerade aufstoßen. Und jedes Mal, wenn ich jetzt auch nur leicht so ausatme, habe ich den Geschmack von Tzatziki im Mund. Und wenn ich dann durch die Nase einatme, dann ist das irgendwie so, als ob die Nase dadurch frei wird. Ich hasse diese Waffe right away. Die Prezi ist absolut minderwertig. Boah, ich treffe den nicht mehr beim Hardscope, ey. Wie schlecht. Alter, ich habe ihn in den Hit gesetzt. Wie geht das denn? Boah, jetzt ist der alleine. Poor Janet. Also, Janet ist ja wirklich ein Urgestein von Brickforce. Ich find's wirklich schön, Janet als ein bisschen als Bro zu haben. Und wenn es einem gibt, dem ich den Brickhelden gönnen würde, dann ihm. Sau korrekt. Hat aber leider eine... Na, das sage ich jetzt nicht, was... Der hat aber auf jeden Fall schon etwas gemacht, weswegen er es vielleicht nicht schaffen wird. Und... Also, ich würde es ihm aber gönnen. Er ist an sich korrekt. Und ein wirkliches Urgestein. Ihr seht schon, das ist das Problem. Der hat immer einen gelben Ping, weil er halt aus dem Amiland kommt. Und im Amiland, naja, hat er halt das Problem, dass sein Ping ja scheiße ist. Deswegen war er halt auch im US-Server so aktiv. Oh Mann, ich würde es ihm so gönnen, dass er ein besseres Internet hat, weil der war, ist A, ein korrekter Spieler und B, ein guter Spieler. Die Runde geht jetzt schon so viel zu lange einfach nur. Stop farming me when I lag. So, Happy hat mir gerade was geschrieben. Slash, Happy. Was habe gerade, Runde beendet. Ihr seht es, mein Deutsch ist nicht so gut. Und dann hau ich jetzt erstmal bei... der Stimme von Koreanisch. Wieso Koreanisch? Was will ich mit Koreanisch? Deutsch, Junge. Oder Englisch. Englisch ist auch ziemlich geil. So eine kleine Missburg gerade zu 773 hat mich überlevelt. Guck dir mal ein Spiel. Ja, ja, ey, Chris. Kenn ich. Kenn ich. Ohne Kommentare. Ich war live dabei, als er seinen Sterne-General gemacht hat. Also gut, Leute. Das war's erstmal von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann gleich beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Haut rein. Ciao.